Hallo zu einem neuen Video von Klettern mit 360 Grad Videos. Heute machen wir ein bisschen Materialkunde. Wir starten gleich los mit den Karabinern. Haben wir hier verschiedenste Formen. Einmal einen simplen Schraubkarabiner. Geht hier zum Öffnen und kann durch Schrauben gegen Öffnen gesichert werden. Einmal in etwas größer, einen sogenannten HMS-Karabiner. Auch mit einer Schraubfunktion zum Fixieren und Öffnen. HMS-Karabiner deshalb, weil er auch zum Sichern mit dem sogenannten HMS-Knoten verwendet werden kann, den wir in einem späteren Video noch genauer behandeln werden. Eine andere Variante ist ein Karabiner mit einem anderen Verschlusssystem. Bei diesem Verschlusssystem wird zuerst nach oben gepusht, einmal gedreht und dann kann er geöffnet werden. Das Ganze schließt sich wieder automatisch. Also drücken, drehen, öffnen. Mit Bolllock, wo ein kleiner Ball hineingedrückt wird und verschiedenste Karabiner. Dann gibt es auch noch Karabiner, die zu Sicherungsgeräten dazu verkauft werden, wie hier beispielsweise zum Smart. Das ist ein Twist-Karabiner, bei dem ein simpler Dreh genügt. Zusätzlich gibt es noch eine Kunststoffflasche, die das Ganze vor einem ungewollten Öffnen sichert. Dazu der dazugehörende Smart sollte natürlich nur gemeinsam verwendet werden. Sicherungsgerät werden wir auch noch öfter sehen in unseren Videos. Tolles Teil. Anderes Sicherungsgerät haben wir den Reverso von Betzel. Das ist ein kleines, leichtes Sicherungsgerät, mit dem auch abgeseilt oder auch zwei Nachstiegskletterer gesichert werden können. Das sind jetzt nur zwei Beispiele von Sicherungsgeräten. Gibt natürlich noch eine große Bandbreite von verschiedensten Sicherungsgeräten. Nun, wenn wir in Richtung der textilen Materialien gehen, als erstes die Bandschlingen. Einmal hier in klein, 60 cm, kann verwendet werden, um sich an der Wand zu sichern. Das wird uns der Maxi einmal kurz vorzeigen mit der längeren 120er Bandschlinge. Fixiert sich mit einem Ankerstich an seinem Klettergurt und hängt sich einmal an den Karabiner an der Wand, um zu demonstrieren, wozu diese verwendet werden. Gibt es aus den verschiedensten Materialien. Diese hier sind etwas breiter. Gibt es auch in dünneren, besseren Materialien noch. Als nächstes haben wir dann die Rebschnüre. Werden verwendet beim Abseilen mit einer kurzen Brusikschlinge oder auch beim Standplatzbau. Sind recht praktische Helfer, die immer klein und leicht sind, die immer wieder verwendet werden können. Eines der wichtigsten Utensilien beim Klettern, unser Kletterseil, ist ein dynamisches Seil und kein statisches, was bedeutet, es hat eine gewisse Dehnung, was im Falle eines Sturzes sehr praktisch sein kann. Maxi zeigt uns bitte einmal das Innenleben, sofern man es erkennen kann, besteht aus einem Kern und einem robusten Mantel, der gegen Witterung und Abrieb schützt. Vielleicht noch nebenbei, es wird unterschieden zwischen Einfachseilen, Halbseilen und Zwillingsseilen. Bei uns in der Kletterhalle verwenden wir Einfachseile, sind die dicksten Seile davon und sind sehr verbreitet. So, als nächstes dann den Klettergurt. Einfach und kurz erklärt, besteht aus einer Hüftschlaufe und zwei Beinschlaufen. Zu den Verschlusssystemen und weiteren Einzelheiten kommen wir in einem späteren Video noch zurück. Dann gleich daneben die Kletterschuhe. Sehen hier jetzt ein Modell mit einem Klettverschluss. Gibt es auch zum Schnüren oder einfach nur zum Reinschlüpfen. Besonders an Kletterschuhen sind von nach vorne hin spitz zusammenlaufend, haben eine gummierte Sohle, mit denen man auf Reibung gut Halt bekommt an der Kletterwand, haben auch eine gewisse Vorspannung, um an der Spitze guten Halt zu bekommen. Gibt es natürlich auch die verschiedensten Modelle von den verschiedensten Herstellern in verschiedensten Farben.
Als nächstes haben wir dann unser sogenanntes Chark Pack, in dem unser Magnesium drinnen ist. Wird verwendet, damit die Hände schön trocken bleiben, um guten Halt an den Griffen oder an der Felswand zu bekommen. Zu guter Letzt, hier noch zu meiner Rechten aufgefädelt, die Expressschlingen werden beim Vorstiegsklettern verwendet. In der Halle sind sie meistens schon an der Wand fixiert. Beim Klettern kann das Seil während des Aufstiegs eingehängt werden und dann ganz oben noch an dem Umlenkkarabiner. Bestehen ganz einfach aus zwei Schnappkarabinern ohne weiteren Sicherheitsverschluss. Aber kommen wir bei den letzten Videos dann noch genauer zurück, wie die Expressschlingen funktionieren und worauf dabei zu achten ist. Das war jetzt ein kurzer Überblick über die Materialien, die beim Klettern verwendet werden, und wir werden alles vermutlich noch in späteren Videos wiedersehen.